Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Sephora Wishing You Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist quasi die günstige Variante. Der kostet aber auch 44,99 €. Also günstig ist er Jetzelein nicht. Ne? Ich habe mir gedacht, komm, den schauen wir uns aber trotzdem mal an. Letztes Jahr hat er, glaube ich, 30 gekostet. Oder hat er auch schon so viel gekostet? Schreibt mir das mal gerne, ob ihr das noch wisst. Ich finde es sehr, sehr happig. Aber na, wir haben jetzt hier den Sephora Kläppchen Adventskalender und den Boxen Adventskalender. Zeige ich euch auch oder habe ich euch schon gezeigt? Das weiß ich noch gar nicht. Und hier haben wir 24 Kläppchen drin. Das heißt, er ist nicht wiederverwendbar. Wir haben hier ein sehr poppiges Design, was jetzt eher weniger an Weihnachten erinnert, aber immerhin ist es irgendwie halt mit einem Motiv unterwegs, ne? Wobei, komm, so ein bisschen Mistelzweigmäßig ist es, wobei mich das ehrlich gesagt eher an eine Unterwasserwelt erinnert. Hier drin haben wir so ein Pop-up-Ding, was quasi auch so stehen kann. Wäre mir persönlich aber im Weg, wenn ich die Kläppchen im Advent öffne. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein, was das Schätzelein zu bieten hat. Ach, guck mal, in der 1 geht schon mal mit einem Beauty-Schwämmchen los, was ich persönlich schon mal positiv finde. Auch von der Weichigkeit her, Weichigkeit läuft bei mir, ne? Ist es auf jeden Fall ein gelungenes Produkt und eine schöne Nummer 1. Joa, er ist der Sephora Adventskalender, das heißt, hier sind nicht wie bei dem anderen Adventskalender Marken aus dem Sephora Online-Shop oder aus dem Sephora Store drin, sondern hier sind Sephora-Produkte drin, ne? Das heißt auch Pflegeprodukte von Sephora. Hier habe ich das Hyaluronic Acid Produkt All Day Hydrator, Hydrate and Glow, und da sind 10 Milliliter drin, 96% natürliche Inhaltsstoffe, ist eine schöne Reisegröße und wir werden hier wahrscheinlich auch das ein oder andere Produkt mehr sehen aus dem Sephora Pflegesortiment, was dann in dem Sinne nicht einen ultimativ krassen Wert haben wird, ne? Nur mal so im Hinterkopf. Dafür ist aber die dekorative Kosmetikreihe dann wahrscheinlich etwas preisintensiver. Wow, auch die Nummer 3 ist mit dabei und es erwartet uns ein Füllprodukt. Es ist ein Washi-Tape. Ja, finde ich nicht gut. In einem 45-Euro-Adventskalender brauche ich kein Washi-Tape. Ich persönlich hätte es cooler gefunden, tatsächlich, wenn hier eine Nagelfeile drin gewesen wäre. Ja, oder ein Telefonkabelhaargummi. Auf jeden Fall besser als Washi-Tape. Wobei man das natürlich auch zum Schminken verwenden kann, wenn man hier so das abklebt, ne, um sich halt eine schönere Kante zu machen beim Augen-Make-up. Aber nee, hier haben wir jetzt die Nummer 4. Okay, wir haben hier auch Monolidschatten drin, die ich persönlich ja sammle für den Monolidschatten-Adventskalender, den ich auch komplett verlosen werde, entweder hier oder auf Instagram, je nachdem, wie das Mami-Dasein es dann zulassen wird oder das Geburtsdasein. Nacre-Schimmer, okay, Nummer 257, No Place Like Home, 1,2 Gramm. Das ist auf jeden Fall ein schönes Tönchen, was richtig krassen Schimmer mit drin hat und was auch so einen leichten, ja, ich würde jetzt mal sagen, Lavendelschienen mit dabei hat. Ne? Ich swatche das Produkt jetzt natürlich nicht, aber ich finde, wenn ich es so angucke und gegen das Licht halte, sehe ich was leicht pastell-lavendelmäßiges, schrägstrich auch leicht rosé, altrosé-mäßiges. Ist auf jeden Fall cool. Ach guck, ich habe die dekorative Kosmetikader gefunden, denn am Tag von Nikolaus erwartet uns am 5. Dezember Big by Definition eine Mascara, ne? Volumizing and Lash Multiplying Effect. 5 Milliliter sind hier drin. Ja, eine Mascara kann man sehr gut gebrauchen. Hätte ich jetzt tatsächlich eher in der 6 erwartet. Deswegen bin ich gespannt, was wir gleich Nikolaus da drin haben werden. Wir haben eine Kunstfaserbürstchen-Mascara, die nach vorne hin spitz zusammengeht und ansonsten recht gerade ist. Soweit nach nichts riecht. Also positiv, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir in der Nummer 6 etwas drin, was echt krass da eingepackt war. Ich finde es cool. Sephora Caffeine Eye Masks. 91% sind hier natürlichen Ursprungs der Inhaltsstoffe. Smoothing and Energizing. Ich finde es cool. Also das auch in der 6 zu haben, finde ich cool. Bin ich ehrlich. Ich finde das schön. Ich mag solche Augenpatches. Muss nur 5 Minuten drauf lassen. Das machst du so morgens, wenn du gerade am Zähneputzen bist. Easy peasy Sonnenschein. Danach hast du halt voll die strahlenden Augen. Cool. Uff. Das ist wirklich uff, Leute. In der Nummer 7 haben wir nämlich einen winzig kleinen Spiegel drin. Nein. Oh, meine Fingernägel lösen sich auf. Das
sehe ich gerade. Das ist auch ein Traum, ne? Ja, es ist halt, wenn man jetzt so Kläppchen-Adventskalender aufmacht, ne? Hier ist halt die Spiegelseite. Also das ist wirklich winzig. Die Nummer 8 darf immer machen, dass es kracht, weil Sammy Geburtstag hat und weil das sich darauf reimt. Hier habe ich von Sephora Fleur de Coton Cotton Flower, das ist eine Dusche mit 7,9 Millilitern. Ja, hatten wir letztes Jahr in diesem Adventskalender oder dieser Art von Adventskalender auch öfters mit drin. Ist ganz schön, ne, für die Dusche, ist ganz nett, hast du mal einfach so eine Einmalanwendung, so eine Probe tatsächlich. Aber 45 Euro Adventskalender, ne? Also da kannst du besser dann irgendwie, weiß ich nicht, Balea oder so. Naja, weiter gucken. In der Nummer 9 dürfen wir uns über rote Lippen freuen. Und da habe ich einmal diesen Cream Lip Stain in der Farbe 01. Ich weiß es nicht, heißt dann wahrscheinlich irgendwie Mega Red oder sowas, ne? Das ist halt so ein Liquid Lipstick, der in der gleichen Farbe ist wie, ja, im Prinzip das, was ich drauf habe. Ich müsste den auch noch da haben. Schön, kann man gebrauchen. In der Nummer 10 darf es dann erstmal mit Pflege etwas weitergehen und da haben wir ein Produkt drin, was wir, glaube ich, auch letztes Jahr drin hatten. Nicht ganz so winterlich, weihnachtlich, aber ich finde es gut. 5 Minuten lässt du die auch nur drauf. Quenching and Plumping Watermelon Face Mask und hier haben wir 95% natürliche Inhaltsstoffe. Mag ich gerne leiden, kann ich gut gebrauchen. Gesichtsmasken finde ich super. In der Nummer 11 haben wir eine Augencreme drin enthalten, auch hier mit Hyaluronsäure, 5 Milliliter, es ist nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass ja in der regulären Augencreme entweder 15 oder 20 Milliliter drin enthalten sind, ist das schon eine ordentliche Größe, da kann man auf jeden Fall eine Weile das ausprobieren, ob das halt auch passt, ob das funktioniert, ob die Haut das verträgt. In der Halbzeit haben wir ein klassisches Produkt drin enthalten und zwar passend zu dem Lippy. Und zwar ist es ein Lip Liner. Lip Liner to go nennt sich das. Ich glaube, man kann den sogar so kaufen. 0,025 Unzen oder Gramm? Das weiß ich jetzt nicht. 03 Classic Red ist die Farbbezeichnung. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man sehr gut gebrauchen kann. Wenn ich rote Lippen trage, trage ich mir immer außenrum zu einen Lip Liner auf. Denn sicher ist besser, ne? Und ja. Ich glaube, den müsste ich sogar da haben. Die zweite Hälfte des Adventskalenders, die Nummer 13, startet mit einem Produkt, wonach ich eben gerufen habe, und zwar mit einer kleinen Nagelfeile. Ja, ist so ein klassisches Produkt, aber ich frage mich immer, muss sowas in einem 45-Euro-Adventskalender drin sein? Ist und bleibt fragwürdig. Ich persönlich feiere aber Nagelfeilen und finde es gut, wenn sie drin sind mittlerweile, weil ich dann doch das ein oder andere Mal letztes Jahr oder dieses Jahr und letztes Jahr mir auch mal welche nachgekauft habe. Und dementsprechend bewahre ich die einfach auf und kann sie dann demnächst mal verwenden. Ja. In der Nummer 14 haben wir so ein Nose Strip drin. Charcoal Nose Strip gegen halt so Mitessergedönsen, ne? Das ist einmal dieses Produkt hier. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ab und an mache ich sowas auch mal, aber eigentlich eher selten tatsächlich. Aber es findet immer mal wieder seine rege Anwendung in diesem Hause. In der Nummer 15 haben wir einen matten Lidschatten drin enthalten in der Farbe 332 Flawless. 1,2 Gramm haben wir hier drin. Und das ist, wie gesagt, auch wieder ein Mono-Lidschatten. Für mich persönlich ist es einfach nichts, aber das ist ja nicht schlimm. Ich weiß, dass super viele andere Monolidschatten toll finden. Ich wollte gerade gucken, ob wir hier drin vielleicht so einen Applikator haben. Nee, oh. Weil man konnte das hier unten auch aufmachen. Du kannst theoretisch das wohl auswechseln. Das ist auch interessant. Mhm. Auf die Nummer 16 habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut, weil das Kläppchen einfach so groß war. Hier haben wir aber etwas anderes drin. Das werde ich verwenden, schon, ja, aber halt nicht zum Abschminken. Watermelon Cleansing Wipes mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen. 10 Stück sind hier drin. Hier steht drauf, dass man das für Gesicht und Augen verwenden kann. Ich verwende es hier einfach, um hier Swatches von meinen Händen zu entfernen, von meinen Armen oder so, ne? Aber ich würde mich im Leben nicht mit sowas abschminken, weil das einfach viel zu hautreizend für mich persönlich wäre. Ich habe eine super sensible Haut, die würde rebellieren, Leute. Würde hier durch den Raum, wo auch immer ich so ein Produkt anwenden würde, würde eine Demonstration laufen. Ja, genau. Von meiner Haut. Das ist eine ziemlich eklige Vorstellung, aber sie ist da. Eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Produkt hier drin, am 17. Dezember mit 5 Millilitern. Das ist ein Topcoat. Ja, Topcoat kann ich auch immer gut gebrauchen. Das ist schön, ne? Das ist ein Nagelprodukt und das ein oder andere Nagelprodukt wird hier safe drin sein. Die Sephora Nagellacke sind auch wirklich gut von der Qualität her, mag ich gerne leiden. Ja, hat auch offensichtlich ein schönes Pinselchen. Ja, ein Topcoat.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Welche Art der Maske fehlt uns noch? Ja, Fußmaske, Handmaske, Haarmaske, weißt du Bescheid. Aber natürlich die Lippenmaske. Cherry Lip Mask, 95% natürliche Inhaltsstoffe. Und da haben wir einmal dieses Ding. Das sind halt so die Arten von Masken, die Männer wahrscheinlich total super finden, wenn manche Frauen sie tragen. Also ich glaube, mein Mann freut sich drüber, wenn ich sie trage, wenn man dann einfach mal für 5 Minuten den Mund halten muss, weil man da eine Maske drüber hat. Ja, ich persönlich halte ehrlich gesagt eigentlich nicht super viel von diesen Masken, weil ich mir denke, komm, ja, mach dir eine ordentliche Lippenpflege über Nacht drauf und hast den gleichen Effekt. Aber ich habe herausgefunden, dass wenn ich richtig krass, so wie jetzt halt, ne, jeden Tag hier sitze und diese roten Lippen trage, die ich jeden Abend auch abschminke, dann kommt mir das wirklich sehr, sehr gut, wenn ich die verwende. Dementsprechend wird auch das von mir verwendet werden. Wer hätte es gedacht? Die Nummer 19 enthält ein Duschgel mit 7,9 Millilitern, also übrigens auch interessante Füllmenge, oder? Wenn man irgendwo sparen kann, dann macht man 0,1 Milliliter weniger rein, um nicht 8 Milliliter drin zu haben. Keine Ahnung. Ist Monoir Creamy Body Wash. Monoir kenne ich tatsächlich eher so von Yves Rocher, ne? Und da mag man den Duft oder man mag ihn halt nicht. Und hier haben wir auch wieder so eine Einmalanwendung. Jeder, wie er meint, ist halt zum Verreisen nicht verkehrt. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Jahr in einem Adventskalender ein Scrunchie drin habe, aber das hier, das ist wirklich der Hammer, oder? Ich finde das gerade richtig cool, weil das so flauschig aussieht. Ich habe eben, als ich das Kläppchen aufgemacht habe, gedacht, was kommt denn da gleich für ein Schaf rausgesprungen? Es ist ein Scrunchie. Und ich schimpfe auch dieses Jahr nicht mehr über Scrunchies, Leute, denn ich habe sie dieses Jahr so häufig getragen. Asche auf mein Haupt. Wenn ich mir jetzt so einen Bommel hier oben mache, einfach so drüber, dann hast du überhaupt keine Probleme, dass das Ding irgendwie irgendwann aufquillt oder so. Total geil. Und ich finde das gerade so schön, so flauschig. Ich feiere das ehrlich gesagt gerade. Die Nummer 21 habe ich jetzt hier, und zwar Prebiotics, ein Clean Skin Gel, Cleanse and Tone, Face, Eyes and Neck, 15 Milliliter. Und auch das ist ein sehr natürliches Produkt. Hä? Wet Skin and Massage over Face, Eyes and Neck, Rinse. Also es ist ein Abwaschkram, ne? Okay. Ich dachte nämlich erst so, hä, lasse ich das jetzt drauf, weil tonisieren und so. Nee, also das ist schon zum Gesicht sauber machen. Ohne Parfümstoffe, auch das ist sehr freundlich. Das ist gut für sensible Haut dann geeignet. Also das Produkt finde ich gut. Ja, habe ich Bock drauf. Natürlich, in der Nummer 22 muss dieses Produkt drin sein. Das ist ein klassisches Produkt, das ist ein Kajalstift. Eye Pencil to go. Das ist halt so ein Mini-Vieh, auch wieder seine 0,7 Gramm. 0,7 Gramm sind übrigens 0,025 Unzen. Haben wir auch was gelernt. In der Farbe 01 Intense Black Matt. Yo. Es muss ein Kajal drin sein, ne? Weil wir haben Schminke mit am Start, dann ist auch ein Kajal mit am Start. Haben wir auch noch einen Anspitzer mit drin? Mal gucken, was in der 23 ist. Nee. Es ist ein anderes obligatorisches Adventskalenderprodukt, und zwar der rote Nagellack mit 5 Millilitern. Wie heißt denn hier deine Farbe? Hm? Ist so klein hier unten drunter. Cherry irgendwas. Frag mich nicht. Es ist halt ein kleiner Nagellack, ne? Auch das klassisch, gehört in einen Adventskalender. Passt. Also dieses Moped hier in der Mitte verstehe ich wirklich nicht. Warum muss das sein, ne? Versteht wirklich kein Mensch. Es ist irgendwie am Anfang ganz niedlich, wenn das so aufploppt und man das halt irgendwie so hat, aber es ist an und für sich total sinnbefreit. Jetzt habe ich hier die 24, da gucken wir mal zusammen rein. Ein Stein. Ein Stein, Leute. Ja, da hatten wir letztes Jahr ja schon richtig Bock drauf, dass in gefühlt jedem Adventskalender irgendwie so ein Gua Sha-Stein drin war. Und war das letztes oder vorletztes Jahr, wo sogar drauf stand, dass es ein veganer Stein sein soll? Man weiß einfach nicht manchmal, wohin mit seinem Humor, ne? Okay, also wir haben hier ein Gua Sha, Gua Sha-Stein. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Material der sein soll. Es ist schon irgendwie ein Stein, ne? Es ist nicht Plastik. Es steht Sephora drauf. Wir haben jetzt hier kein dafür passendes Gesichtsöl oder sowas, weil sowas kannst du am besten verwenden, wenn du so ein Gesichtsöl drauf hast, und damit kannst du dann halt das Öl gut einarbeiten, dann so an der Jawline entlang, und da gibt es auch so entsprechende Streichbewegungen. Googelt das, da findet ihr zig Anleitungen dafür. Mich haut das jetzt nicht vom Hocker, dass wir hier in der 24 einen Stein drin haben. Also, lieber Adventskalender, du bist ein sehr durchwachsenes Vieh, das muss man wirklich sagen, ne? Wir haben hier alle Produkte drin, die man in einem Adventskalender tatsächlich auch vermutet hätte. Das fängt an beim roten Nagellack und hört auf beim schwarzen Kajal, ne? Ist klar.
Wir haben hier aber auch so Sachen drin, wo ich sage, müssen jetzt nicht in einem 45-Euro-Adventskalender drin sein, wie Washi-Tape zum Beispiel. Andererseits überraschende Produkte, wie zum Beispiel ein Make-up-Schwämmchen. Also, oder dieses mega geile, flauschige Scrunchie, was ich immer noch so feiere. Also es ist halt schwierig, da jetzt zu sagen, lohnt er sich nicht. Safe. Wir werden da einen schönen Warenwert drin haben, weil die Sephora-Eigenmarkenprodukte, gerade die Schminke, ist echt nicht günstig. Ne? Man muss halt für sich selber entscheiden, ob man den jetzt feiert oder nicht. Ja, also wir haben hier wirklich alles so weit drin enthalten, was man erwartet, was man sich erhofft. Und das ist wirklich für mich eigentlich ein solider Adventskalender, der mich doch eher positiv als negativ überrascht hat. Ne? Also der Start war jetzt eher holprig, aber danach lief es ganz gut mit uns beiden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr den Adventskalender findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne, sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!